Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Wie werden Kriege gemacht? Wie werden sie gerechtfertigt? Erich Kästner hat vor vielen Jahren einmal ein Gedicht geschrieben, eine Novelle, in der er gesagt hat, dass es für Kriege natürlich Gründe geben muss. Und so wird jeder Krieg von Menschen geführt in irgendeiner Art und Weise als gerecht bezeichnet, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Ich möchte heute ein wenig aus einem Artikel zitieren und vorlesen, der in der Welt erschienen ist. Ein sehr interessanter Artikel, allerdings auch ein sehr langer Artikel. Und ich werde hier nur einige Auszüge vorlesen können, aus Zeitgründen. Und selbst das wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich denke, Sie werden diesen Artikel, wenn Sie ihn noch nicht kennen sollten, sehr interessant finden, auch die Auszüge. Und zwar ist dieser Artikel am 28. August diesen Jahres erschienen. Und er befasst sich mit dem Irakkrieg. Wie kam es dazu? Was für Gründe wurden angegeben, um einen solchen Krieg zu rechtfertigen? Da heißt es hier in diesem Artikel, der Iraker, und dann wird der Name genannt, erzählte dem BND Lügen über Massenvernichtungswaffen. Die USA benutzten die ungeprüften Aussagen, um den Krieg zu rechtfertigen. Warum erzählte der Lügen? Nun, er hat einen Asylantrag damals in Deutschland gestellt und wollte natürlich jetzt irgendwie begründen, warum dieser Asylantrag, warum dem stattgegeben werden sollte. Und scheinbar wurde er dann auch nachher ein anerkannter Asylberechtigter. Es heißt hier in diesem Artikel weiter, in wesentlichen Punkten, wie der angeblichen Existenz von rollenden Biowaffenlaboren und einem Giftunfall, log er. Der war ein Chemiker, aber der sagte, da hat es einen Giftunfall gegeben, den hat es nie gegeben. Es heißt hier weiter, trotzdem nutzten die Amerikaner seine Aussagen, um ihren Einmarsch im Irak 2003 vorab zu rechtfertigen. Als sie später keine Massenvernichtungswaffen finden ließen, war das für die Supermacht USA eine Blamage ungeahnten Ausmaßes. Und auch heute noch wird von einigen gesagt, ja, die Massenvernichtungswaffen, die waren aber da und die hat der Saddam dann schnell beiseite geschafft. Keinerlei Belege für diese Aussage, nebenbei gesagt, existieren. Es heißt hier weiter, von amerikanischer Seite gibt es seitdem Versuche, dem Bundesnachrichtendienst den schwarzen Peter zuzuspielen. Die Deutschen seien leichtgläubig auf einen Schwindler hereingefallen und hätten die ahnungslosen Amerikaner auf eine falsche Spur gesetzt. Es heißt dann später in dem Artikel, New York, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, 5. Februar 2003. US-Außenminister Colin Powell sitzt am Morgen im Konferenzsaal des UNO-Gebäudes. Seine Ansprache dauert 76 Minuten. Ihr Kern? Das Regime in Bagdad sei im Besitz von Massenvernichtungswaffen auf biologischer und chemischer Basis, unterstütze den internationalen Terrorismus und verfolge ein Atomwaffenprogramm. Dies werde von den Augen oder vor den Augen der internationalen Kontrolleure verborgen. Das heißt später, Powell ist einer der gemäßigten Vertreter der Bush-Regierung und gilt deshalb auf dem internationalen Parkett als besonders glaubwürdig. Er verrät, wem die Amerikaner ihre vermeintlichen Einblicke verdanken, einem Überläufer des Saddam-Regimes. Zitat, wir haben Berichte aus erster Hand über Biowaffenfabriken auf Rädern. Die Quelle war ein Augenzeuge, ein irakischer Chemieingenieur, der eine dieser Fabriken geleitet hat. Er war selbst bei der Produktion von Bioerregern dabei. Er war auch dabei, als 1998 in der Anlage ein Unfall passierte, bei dem 12 Techniker ums Leben kamen. Zitat Ende. Dessen Angaben seien von 4 weiteren Quellen bestätigt worden. Der Kronzeuge selbst verstecke sich derzeit in einem anderen Land, Deutschland. Er ist sicher, dass Saddam Hussein ihn töten würde, wenn er ihn findet. Eingeweihte erkennen, von wem Paul spricht. Curveball, das war der Deckname dieses arabischen Informanten. Der Chemieingenieur selbst sieht die Rede des US-Außenministers in seiner Wohnung in Erlangen. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera überträgt die Sitzung des UN-Sicherheitsrates live. Zitat, als Paul dann über die mobilen Labore sprach, war ich total geschockt, zumal er als Quelle einen irakischen Chemieingenieur im Ausland nannte. Mir war sofort klar, dass ich gemeint war, berichtet Curveball heute. Nun, wie man das so schön sagt, Lügen haben kurze Beine. Er hat sich das selbst eingebrockt. Das Problem war nur, die Amerikaner haben diese vertrauliche Information, die unbestätigt war, weitergegeben und als Grundlage benutzt, den Irakkrieg zu rechtfertigen.
Direkt im Konferenzsaal des UN-Sicherheitsrates verfolgt Horst Detlef Heinrich, ein Deckname, Powells Auftritt. Der Spezialist des BND für chemische und biologische Waffen ist als Berater von Außenminister Joschka Fischer mit nach New York gereist. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, erinnert sich Heinrich. Nach der Rede ruft er sofort seine Zentrale in Pullach an. Er hat zwei Ungeheuerlichkeiten mitzuteilen. Erstens, Zitat, die Amerikaner haben die Aussagen unserer Quelle Curveball öffentlich gemacht und das in einer Art und Weise, die Rückschlüsse auf seine Identität ermöglichen. Dies ist gegen alle Absprachen. Und zweitens, die Angaben von Curveball sind trotz unserer Warnung als Gewissheit dargestellt worden. Angeblich sollen andere Quellen Ähnliches berichtet haben. Davon hat der BND vor der Powell-Rede noch nie gehört, obwohl entsprechende Anfragen gestellt worden sind. Heinrich ist nicht der einzige Spitzenmann des BND, der so empfindet. Niemand hätte für möglich gehalten, dass so etwas passiert. Auch Heinrich Bonde nicht, ein anderer Deckname. Der frühere Spitzenagent ist heute pensioniert. Er sieht aus wie ein ehemaliger Armeeoffizier und so ein bisschen ist er das ja auch. Beim BND hat er den Rang eines Generals. Das heißt dann später im Artikel. Nach Powells Rede spricht Bonde mit Tyler Drumheller, dem Direktor der Europaabteilung der CIA. Bonde will wissen, wie die Curveball-Passagen in die Rede von Powell gelangt sind und was es mit den vier anderen Quellen auf sich hat, die seine Angaben angeblich bestätigt haben. Drumheller versichert, er habe der CIA-Führung nachdrücklich von der Verwendung der Informationen abgeraten und fühle sich selbst hintergangen. Bonde glaubt ihm. Zwei Jahre später verlässt Drumheller die CIA. Vier Jahre danach veröffentlicht er ein Buch, wie das Weiße Haus die Welt belügt. Darin lässt sich nachlesen, dass die sogenannten Quellen, die Curveball bestätigt hätten, allesamt Schwindler waren. Lothar Mulde, ein weiterer Deckname, verfolgt Powells Worte in der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Er leitet die Abteilung 1, Beschaffung. Auch Mulde hatte den amerikanischen Freunden eindringlich geraten, Curveballs Informationen äußerst zurückhaltend zu behandeln. Jetzt hat er ein anderes Problem. Er muss fürchten, dass seine Quelle enttarnt wird. Er muss schnell handeln. Curveball wird umgesiedelt und an einen geheimen Ort versteckt, für dessen Verwandte im Irak, die Rache von Saddam fürchten müssen, kann Mulde nichts tun. Am 3. Juni 2004 gibt CIA-Chef George Tenet seinen Rücktritt bekannt, angeblich aus persönlichen Gründen. Jahre später wird er das Buch At the Center of the Storm veröffentlichen, in dem auch Curveball einige Passagen gewidmet sind. Was sich dort findet, liest sich wie das Eingeständnis eigenen Versagens. Zitat. Wir ließen zu, dass dem Kongress, dem Präsidenten, den Vereinigten Nationen und der Welt falsche Informationen vorgelegt wurden. Zitat Ende. Am 15. November 2004 bittet dann auch US-Außenminister Colin Powell um seine Demission. Auch er wird sich später zum Fall Curveball äußern. Gefragt, ob ihn die Deutschen nicht vor dieser Quelle gewarnt hätten, antwortete er, Zitat, es mag schon sein, dass jemand im Apparat angerufen wurde und hörte, hütet euch vor Curveball. Aber das gelangte nie zu mir, es gelangte nie zu dem Präsidenten. Erst im Februar dieses Jahres legte Powell nach. Dem Guardian sagte er, man müsse die CIA fragen, warum sie unzuverlässige Informationen an den Präsidenten und ihn selbst weitergeleitet habe. Und dann heißt es später im Artikel, die Enthüllungen werden in Deutschland begierig aufgegriffen, bis in die Gegenwart hinein. Die Lügen vom Dienst, der BND und der Irakkrieg, nennt die ARD eine Dokumentation Ende 2010. Intoniert werden diese Sendungen so. Ein Mann aus Deutschland hat es geschafft, dass der mächtigste Mann der Welt, der amerikanische Präsident, nach seiner Pfeife tanzt. Curveball wird er genannt. Als Kronzeuge tritt nicht selten der grünen Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele auf, immer schon ein Kriegsgegner. Der Welt am Sonntag sagte er, vieles spricht dafür, dass US-Präsident Bush ohnehin zum Krieg entschlossen war. Natürlich war er das. Wer wagt das überhaupt noch zu bezweifeln? Es geht hier fort. Aber der BND hat der US-Regierung mit dem Märchen Curveballs den entscheidenden Kriegsgrund geliefert, der Zehntausende von Menschen das Leben kostete. Es ist die von Amerikanern in die Welt gesetzte Version einer Geschichte, in der die Deutschen kein gutes Bild abgeben. Ex-BND-Präsident August Hanning, damals verantwortlich, schüttelt den Kopf. Die Verantwortung müssen die Amerikaner schon selbst übernehmen, sagt er.
Es sei richtig gewesen, Informationen von Curveball mit dem Etikett unbestätigt an die befreundeten Dienste weiterzugeben. Man muss sich nur vorstellen, welche Vorwürfe gegen die Deutschen erhoben worden wären, wenn wir die Angaben unserer Quelle zurückgehalten hätten und Massenvernichtungswaffen gefunden worden wären, wenn womöglich Soldaten unserer Verbündeten zu Schaden gekommen wären, weil wir eine Zusammenarbeit verweigert hätten. Nun, interessant ist nur, dass damals offiziell behauptet wurde, dass Deutschland nichts mit dem Irakkrieg zu tun haben würde, dass sie in keinster Weise mit den Alliierten, Amerikanern und so weiter zusammenarbeiten würden. Passt nicht unbedingt hier in das Bild hinein. Der Grund, warum ich Ihnen, meine Damen und Herren, dieses vorgelesen habe, um Ihnen zu zeigen, dass der ganze Irakkrieg auf falschen Voraussetzungen beruht hat, dass Tausende von Menschen umgekommen sind, die nicht hätten umkommen müssen, wenn man die Fakten beachtet hätte. Der Grund ist, dass etwas Ähnliches in noch weitaus gravierenderem Maße in der nahen Zukunft geschehen wird. Schauen Sie, die Bibel sagt uns, es wird einen weltweiten Krieg geben, der mit Massenvernichtungswaffen geführt werden wird, mit chemischen, biologischen und nuklearen Massenvernichtungswaffen. Ein Krieg, der Ausmaße annehmen wird, die so gewaltig sein werden, dass Jesus Christus uns sagt, wenn Gott nicht eingreifen würde, um diese Tage zu verkürzen, würde kein Mensch am Leben bleiben. Dieser allumfassende, weltumfassende Krieg wird natürlich auch wieder mit Propaganda geschürt werden. Die politischen Führer, die Medien, auf welcher Seite sie auch immer sein werden, werden ihnen einzureden versuchen, dass ein solcher Krieg geführt werden muss. Es geht um eine gerechte Sache, werden sie sagen. In diesem zukünftigen Krieg wird es jedoch keine Sieger geben, nur Verlierer. Alle werden verlieren. Es wird auch um keine gerechte Sache gehen. Alle, die an diesem Krieg teilnehmen werden, werden in ungerechter Weise an diesem Krieg teilnehmen, der ein ungerechter Krieg sein wird. Aber man muss natürlich schon Gott glauben, wenn man eine solche Behauptung aufstellen will. Es ist sehr wichtig, meine Damen und Herren, dass Sie begreifen, was vorgeht, was geschehen wird, wieso auf einmal ein solcher Krieg in irgendeiner Weise gerechtfertigt werden wird. Gott hat uns auch gesagt, dass wenn wir uns nicht an diesem Krieg teilnehmen, wenn wir also nicht daran teilnehmen werden, auch nicht in unseren Gedanken, auch nicht in unseren politischen Vorstellungen, und wenn wir stattdessen den Weg Gottes gehen, uns an Gott wenden, ihm gehorchen, dann kann er ihnen Schutz vor diesem weltweiten Krieg versprechen, so ungeheuerlich, so unglaublich diese Aussage auch erscheinen mag. Ich habe gerade eine Predigt gegeben, eine Stunde lang, mit dem Titel Schutz vor kommendem Unheil. Sie können sie auf unserer Webseite auf Posten stehen finden. Ich würde hoffen, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich diese Predigt einmal anzuhören. Sie zeigt Ihnen aus der Bibel nicht nur, was kommen wird über diese Welt, sondern auch, wie Sie persönlich Schutz finden können vor den Geschehnissen, die kommen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Sendung auf Posten stehen.